Das Besondere an der PSI ist einmal, dass man über den Körper des Klienten, über Testampullen und dem Reberpad ganz exakt zu dem emotionalen Thema kommt, das die Lebensfreude und Leichtigkeit eines Klienten blockiert. Ich bin Humanenergetikerin und arbeite seit über 10 Jahren mit der psychosomatischen Energetik. Die psychosomatische Energetik ist die Basis meiner Arbeit. Zu mir kommen Klienten, denen die Lebensfreude und die Leichtigkeit verloren gegangen ist. Und das Leben darf leicht sein. Es soll leicht sein. Ich bin auch der Meinung, es muss leicht sein. Aber oft gibt es einfach emotionale Blockaden, die den Menschen daran hindern, ein Leben in Lebensfreude und Leichtigkeit zu leben. Und da setze ich mit der psychosomatischen Energetik an. Die Klienten kommen zu mir und ich mache mit ihnen einen Energiecheck. Die zweite Methode, mit der ich arbeite und die ich meinen Klienten zur Verfügung stelle, ist die systemische Selbstintegration. Das ist eine sehr lösungsorientierte, prozessorientierte Methode der Familienaufstellung, die von Dr. Errol Langlotz in München entwickelt wurde. Wann empfehle ich meinen Klienten eine Aufstellung zu machen? Wenn ich mit der psychosomatischen Energetik Blockaden im ersten Chakra feststelle. Denn was sitzt im ersten Chakra? Die Herkunftsfamilie, das Urvertrauen. Und wenn es da Blockaden gibt, Störungen gibt, dann empfehle ich, eine Aufstellung zu machen nach der Methode systemische Selbstintegration und einfach das Wurzelchakra, die Beziehungen zur Herkunftsfamilie in Ordnung zu bringen. Denn das Wurzelchakra ist Basis und Fundament des menschlichen Lebens. Und wenn es da Blockaden gibt, dann baut ein Mensch sein Leben auf tönernen Füßen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blockade im dritten Chakra messe, Oberbauch, da geht es um loslassen können, loslassen, Nein sagen, abgrenzen, sich nicht aufopfern. Also alles ganz große Themen, die, glaube ich, jeden Menschen bewegen. Menschen, die eine Blockade im dritten Chakra haben, haben einfach zu wenig Platz im eigenen Leben. Sie kümmern sich zu wenig um sich selbst. Das Leben ist ausgefüllt von Familie, Kindern, Partnerschaft, Hobbys, Beruf, Stress, aber sie selbst kommen zu kurz. Und da empfehle ich auch, eine Aufstellung zu machen, denn in diesem lösungsorientierten Prozess lernt man, Grenzen zu setzen, lernt man, Nein zu sagen, sich nicht weiter aufzuopfern und sich gut abgrenzen zu können. Weiters ist es das Besondere an der PSE ist, dass sie auf allen 4 Ebenen wirkt. Das heißt auf der körperlichen, auf der gefühlsmäßigen, auf der geistigen und auf der seelischen Ebene. Und es wird dann ein Regulationsprozess in Gang gesetzt, der bis zu 3-4 Monaten dauern kann, aber der sehr wirkungsvoll ist, weil die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Mir hat die PSE, davon bin ich fest überzeugt, das Leben gerettet. Mich hat immer interessiert, ja, warum bin ich so, wie ich bin? Warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum passieren mir immer wieder dieselben Geschichten in meinem Leben? Und habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen, mich sehr intensiv mit mir auseinanderzusetzen. Und in diesem Selbsterfahrungsprozess ist es mir passiert, dass ich in ein unglaublich großes Burnout gefallen bin. Ich war damals 3 Jahre lang aus dem Verkehr gezogen. Es ist mir wirklich körperlich, seelisch, emotional so schlecht gegangen und ich hatte so niedrige Energiewerte, wie ich sie selbst bei Klienten noch nie gemessen hatte. Und ich kam damals zur psychosomatischen Energetik. Und diese Methode hat mich aufgebaut.
Es kam Kraft zurück, Lebenskraft, Lebensfreude. Und ich weiß, was diese Methode kann und dafür stehe ich auch hinter der PSE, weil so viel mit der PSE möglich ist. Aber nicht nur auf der körperlichen Ebene. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie kommen immer nur zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben und dann ist es so wie eine imaginäre Glaswand. Sie kommen nicht weiter. Und mit der PSE ist es möglich, über diese imaginäre Glaswand drüber zu gehen. Und damit erreichen Sie einfach neue Potenziale, neue Dimensionen in Ihrem Leben. Viele Menschen haben Visionen, aber um eine Vision auch wirklich leben zu können, erreichen zu können, braucht man Lebenskraft und Lebensfreude. Und da finde ich, ist die PSE die beste Voraussetzung, um das in das Leben eines Menschen zu integrieren. Es gibt auch gute Möglichkeiten, mit Kindern zu arbeiten. Ja, auch da liegt ganz viel Potenzial drinnen. Und wenn wir anfangen, ja, bei unseren Kindern bereits emotionale Themen aufzulösen, Angst, Stress, dann schaffen wir für diese Kinder eine neue Welt. Wie singt der Herbert Grönemeyer so schön? Leg die Welt in Kinderhände. Ja, und diese Kinderhände sollen frei von Angst sein. Und Angst ist bei Kindern ein ganz großes Thema. Also wäre auch ein Wunsch von mir, dass Therapeuten anfangen, auch mit Kindern zu arbeiten, weil die Kinder sind das Versprechen in die Zukunft. Die gestalten unsere Zukunft und wir brauchen eine gute Zukunft. Musik